Steph, du weißt, dass du mit mir reden kannst, oder? Über alles. Wenn es bloß etwas zu bereden gäbe. Ich meine, du bist in letzter Zeit nicht du selbst. Du arbeitest viel zu lange und ignorierst Anrufe. Wir sind deine Familie. Wir sind für dich da, das weißt du doch, oder? Zuhörer von Haven, Finger weg von den Knöpfen. Ich habe den ganzen Abend lang eine richtig geile Show für euch. Natürlich spiele ich für euch die beste Musik im ganzen Land. Natürlich beantworte ich eure Anrufe und sehe in eure Zukunft. Und natürlich halte ich euch auf dem Laufenden über die Teufelskatze des Plattenladens und meinen vergeblichen Versuch, ihr wildes Herz zu zähmen. Aber zuerst... Aber zuerst ein Song. Okay, Arbeitsmodus. Los. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu True Colors, dem DLC. Ich schau mal eben, was war das gerade? Was hat jetzt gedingelt? Was müssen wir machen? Lies alle Anzeigen vor, nimm zwei Anrufe an, also quasi das gleiche wie immer. Erledige Plattenladenaufgaben, hör dir deinen eigenen Song an, oh, schon wieder. Zähl die Kickersiege auch schon wieder, füge Ethans Zeichnung etwas hinzu. Ah, okay. Ja, es hat wehgetan. Kann ich nicht bestätigen. Ich habe einige Tätowierungen und die meisten haben jetzt nicht wirklich wehgetan. Ich bin sogar bei einem fast eingeschlafen. Ja, das ist kein Scherz. Aber bis auf, dass sie so komisch aussieht, denke ich mir mal, also vom Gesicht her meine ich jetzt, dass sie so eine komische Mimik hat, denke ich mir mal, könnte das schon ein Herzchen für sie sein. Also für uns. Eher Fitness-Enthusiastin als Fitness-Fanatikerin. Ja, kann sie wahrscheinlich eher nichts mit anfangen, denke ich mal. Verschwenden wir nicht die Zeit der anderen. Ist so total nichtssagend, aber bekommt mal ein Herzchen. Oh, okay. Was ist denn eigentlich aus der einen geworden? Ach, ganz ehrlich, mir ist gerade wirklich nicht nach Spielchen. Ja, was für Spielchen? Wieso? Hallo? Was ist denn hier aus der einen eigentlich geworden? Die hat jetzt gar nicht mehr geschrieben. Nee, Charlotte war eine andere, ne? Die meine ich. Mit der kann ich gar nicht mehr schreiben. Na gut. Wer hat das Lama? Was? Das hört sich doch gut oder sieht doch schon mal gut aus. Erstens hat die eine sehr coole Frisur, also die Farbe. Und zweitens scheint die ja mit Musik zu arbeiten. Direkt mein Herzchen. Reiß dich zusammen, Steph. Zeig dich von der besten Seite. Aber natürlich. Mann, was soll ich denn sagen? Weiß ich doch nicht. Nach ihrer Musik fragen, würde ich sagen. Irgendwo zwischen EDM und experimentellen Synthpop. Okay. Ja, war ich mal. Hat sie mich irgendwo gesehen? Ja, super. Aua, genau.
DJing, genau. Ja, keine Ahnung. Die eine hat sich anscheinend nicht mal gemeldet. Ja, dachte ich mir nämlich schon, weil sie sagt, dass sie geht. Ja, okay. Die feiert anscheinend gerne. Gib mir mal ein Herzchen. Ich bin kick. Ja, das ist toll. Und einfallslos. Hat noch keinen Slogan eingegeben. Auch sehr einfallslos, sieht aber nett aus. Unauffällige Aktivistin für Behinderungen. Ich weiß nicht, ob die damit zurechtkommen würde. Also ich kann mich jetzt ehrlich gesagt in ihren Charakter jetzt so gar nicht mehr richtig erinnern. Keine Ahnung. Ja, ich gebe ihr mal ein Herzchen, keine Ahnung. Die sieht auch nett aus. Die ist allerdings Katzenliebhaber. Ich weiß nicht, ob sich das mit uns so gut versteht. Aber naja, gut, es gibt ja auch sicher irgendwo die ein oder andere nette Katze. Fick dich, Ab. Okay, also, wir müssen noch die Anzeigen machen und zwei Anrufe entgegennehmen. Fangen wir doch erstmal damit an. So, oder auch nicht. Anzeigen, ja geil. What the fuck? Bah, verfluchte Valkyrie. Was soll ich damit anfangen? Ihr könnt mich doch mal. Bitte erwähne. Ha. Bros. Ja, das ist doch geil. Auto unlesbar. Dient der Gemeinde von Haven Springs unlesbar. Also wir nehmen erstmal Ice Cream. Seltsamen Aufhänger, keine Kunden in den Laden bringen würden. Also halten wir diesmal einfach an Halloween geöffnet und gratis Eis. Okay, nehmen wir das erstmal. War ja auch schon eine mega geile Deko jetzt im Laden. Endlich mal was Cooles. Moment, da muss ich hier hin, so. Ice Cream. Hier ist ein Angebot unseres treuesten Sponsors. Avalanche Ice Cream. Sie haben an Halloween für euch geöffnet. Falls Mama euch zwingt, unterm Prinzessinnenkleid einen Mantel zu tragen, könnt ihr bei Avalanche vorbeischauen und euer verschwitztes Gesicht in die Tiefkühltruhe stecken. Sie verteilen gratis Eiswaffeln an alle, die den Monster Mash abziehen. Ja, direkt dort in der Eisdiele. Traut euch und schnappt euch nice. So oder so, checkt es aus. Nein, ich wollte das Pendel gerade machen, Mann. Immer kommt irgendwas dazwischen. Hey, du bist live on air mit Steph. Hey, cool. Danke, dass du meinen Anruf annimmst. Bedank dich noch nicht. Was kann ich dir voraussagen? Naja, ich weiß auch nicht. Ich bin 3 Wochen lang für die Brandwache hier draußen. Ich hatte einfach gehofft, mich mit irgendwem zu unterhalten. 3 Wochen alleine? Alter, 3 Wochen allein in einer kleinen Kiste? Und ich dachte, ich wäre schon krass, 6-Stunden-Schichten in meiner zu überleben. Was soll ich sagen? Ich bin ein Level 90 Einzelgänger. Und was ist mit dir? Ich bin wahrscheinlich eher so Level 10. Okay, Feuermann. Da dies immer noch eine Wahrsagerei-Show ist, wie wär's damit? Du kannst meine Zukunft vorhersagen. Ich bin kein Radiohellseher.
aber ich versuche mein Bestes. Was möchtest du denn gern wissen? Wie stehen die Chancen, dass ich auf ewig allein bleibe? Okay. Ist das eine Angst oder ein Ziel? Naja, es wäre das Ziel meiner aktuellen Flugbahn. Und falls es wirklich so kommt, will ich, dass es aus Überzeugung ist. Ich habe keine Kristallkugel, die ich benutzen könnte. Aber ich kann dir das sagen. Von allen wegzukommen, ist ganz klar der einfachste Part. Manchmal ist es sogar zu einfach. Bei mir ist das anders. Ich habe nie jemanden verlassen, ohne mich schlecht zu fühlen. Aber Gefühle nimmt man immer mit. Die begleiten dich überall hin. Ich habe das auf die harte Tour gelernt, aber die Vorstellung, allein zu sein, kann viel ansprechender sein als die Realität. Und zu oft sind es genau die Leute, die unbedingt allein sein wollen, die am Ende bei einer Radioshow anrufen, nur um die Stimme eines Fremden zu hören. Aber das war jetzt nicht wirklich Wahrsagerei, oder? Du hast mich erwischt. Ich werde mir nächstes Mal mehr Mühe geben. Danke für die Unterhaltung. Und danke, dass du dir KRCT anhörst. Ja, wir machen mal die... Achso, nee, muss ich ja wieder hier drauf gehen. Wir machen mal die anderen Werbungen, auch wenn ich keine Ahnung habe, was ich da schreiben soll, ehrlich gesagt. Sagen soll. Werte Zuhörer in Haven, ihr habt von mir zuvor ja schon alles gehört, wofür die Black Lantern berühmt ist. Tolles Essen, tolles Bier, tolle Bedienung und die tolle Atmosphäre. Worauf wartet ihr? Etwa noch einen Grund? Dann hört zu. Happy Hour. Happy Hour? Ja, in der Happy Hour sind das tolle Essen und das Bier noch günstiger. Aber nur für eine Stunde. Was ein Deal. Und wenn ihr denkt, es könnte jetzt nicht besser werden, könnt ihr euch auch hierauf freuen. Live-Musik jeden Montagabend. Oder war es doch Sonntag? Falls ihr sonntags vorbeikommt und es spielt keine Musik, wisst ihr, dass es montags ist. Schaut heute vorbei und sagt ihnen, Steph schickt euch. Ja, das lief ja mal so richtig geil. Anzeige, Anzeige. KRCT wird euch präsentiert von Grimleys, Auto... Werkstatt? Werkstatt. Grimleys Autowerkstatt. Haven Springs zuverlässigster Name für Fahrzeugmechanik. Reden wir kurz über Grimleys Bilanz. Sie dienen unserer Community voller Stolz, weil sie das Spiel lieben. Welches Spiel? Das Autospiel. Das Community-Spiel, egal welches Spiel, sie lieben es. Und deswegen sind sie in diesem Geschäft. Wenn ihr oder jemand, den ihr liebt, ein Auto ist, solltet ihr einfach mal bei Grimleys vorbeischauen. Ich habe noch was im Laden zu erledigen. Ich gehe lieber hier raus. Wobei ein neuer Tag... Mein winzig kleines Fenster zur Außenwelt. Naja, genau, das hatte ich heute schon gemacht, denn... Hey, sie hat auch mal gewonnen. Ich habe die Aufgaben auf meinem Laptop. Mal sehen, was... Ah ja, ich sollte das Ergebnis von gestern aufschreiben. Das Spiel hat mich echt fertig gemacht. Aber gut, das tun sie alle. Ich krieg dich noch, du Arsch. Thymian und Blut? Charlotte und ich haben diesen Buchclub gegründet, für den wir die schlechtesten Krimis lesen und dann besprechen, wie toll wir sie finden. Also gar nicht. Okay. Neue Alben. Neue Ware. Wird Zeit, ein Heim dafür zu finden. Ja, würde ich gerne machen, aber steht leider nur, dass ich es ansehen kann. So weit ist es also schon gekommen. Ich besteche meine Katze mit Drogen. So eine Art, ja. Thank you.
Liz, Telefon? Liz. Ah, hier. Du solltest zur blonden Witwe kommen. Wie? Was für eine blonde Witwe? Der Tätowierer, bitten. Also. Also entweder hat sie tatsächlich schon sehr viel getrunken oder sie nutzt einfach nur die Handyvorschläge. Ja, sie ist aber in Colorado Springs. Ja. Das war ja jetzt eine richtig tolle Absage, Mädel. Also. Legenden erzählen von vergangenen Zeiten, in denen mehr als eine Angestelltenjacke hier hing. Ich dachte, sie wollte nur eine Ausrede finden, dass sie gerade nicht da in der Nähe ist. Ich weiß immer noch nicht, warum meine Snare so schnarrt. Kann man das mal einübersetzen? Ja, komm, nimm die Puppe. Jetzt reiß dich mal zusammen, Misty. Oh Mann, ich bin bloß 20 Jahre zu spät. Wofür? Haven Springs, heimgesuchte Heuwagenfahrt, gesponsert von Rocky Mountain Record Traders vom 2. Oktober bis zum 1. November 1998. Okay. Schon wieder? Ach, das ist die. Ich kannte in der Schule eine Steph. Sie war die positivste, fröhlichste Person aller Zeiten. Ja, das ist doch toll. Klingt nervig. Ja, kommt drauf an, wenn die immer 100% fröhlich war und auf welche Art. Oh Gott, die ist schon depressiv, okay. Paläontologie, ach so. Du bist dran, etwas, zu dem du eine positive Einstellung hast. Oh, mein Job. Mhm. Ja, und tschüss. Also, dass die ein Grießkram ist, das habe ich schon mitbekommen. Ich war vielleicht ein klein wenig zu optimistisch, was deren Nachfrage angeht. Nein, niemals. So, Wasserspinne? Ich glaube, das könnte echt was werden. Mit dem Wasser. Okay. Ich glaube, das könnte echt was werden. Das auch? Doch, warte. Da ist noch mehr. Die Kinder werden gesucht. Oder? Sieht für mich wie Selbstjustiz aus. Mal sehen, was Ethan damit anstellt. Mal eben angucken. Okay. Geheimnisvolles Kistchen. Backseat Bingo. Warum kommt mir das bekannt vor? Weil's Bingo ist, vielleicht? Alter. Kacha wie in Kacha? Ein Lied aus dem erfolgreichen Musical. Okay. Die kann ich mir noch nicht leisten. Aber ich kann ja auch nicht alle guten Sachen den Kunden überlassen. Mhm, okay. Was haben wir denn hier jetzt alles? Moment. Die Kampagne liegt gerade so ein bisschen auf Eis. Das ist aber das Ganze, oder? Ah.
Oh, scheiße. Das muss ich zurückgeben. Warum? Ich sollte lieber aufhören, mir meine täglichen Kalorien von diesem Tisch zu holen. Ich kann den putzen, so oft ich will. Ich krieg den Geruch einfach nicht raus. Hoffentlich hat die letzte Person, die die benutzt hat, sich ausgestempelt. 15 Jahre Überstunden können wir uns nicht leisten. Natürlich wollte Fiona eine Badin sein. Natürlich. Volk 10:30, Badetrefferpunkte und so weiter und so fort. Fiona war auf der Bühne unglaublich. Grausamkeit des Sommers, eine Komödie in 2 Akten. Präsentiert von der Bergsteiger Theatergesellschaft. Finde auf unserer Webseite mehr über die Saison 2018 heraus. Ich bin so froh, dass du gekommen bist, Fiona. War das die aus dem... Ja, genau. Die war das. Ach. Das ist eine Weile her, aber ich brauche einen guten Rat, wie man ihn nur von Steph bekommt. Soll ich für eine Aufführung eine Weihnachtsgeschichte vorsprechen? Die Gesellschaft ist echt experimentell und seltsam. Also stellen Sie vielleicht was Cooles mit den Geistern an, aber in ein Stück gibt es im Prinzip keine coolen Rollen für Frauen. Ja und? Nimm ich halt eine Männerrolle oder sowas. Ist doch auch cool. Ja, ist doch gut. Wenn ich einer der Geister sein könnte, hallo? Der zukünftigen, keine Ahnung. Okay. Wir müssen noch den Song anhören. Die Radioaufgaben. Aufgaben auf dem Laptop müssen wir uns angucken. Okay. Den habe ich in einer Ecke im Müll gefunden. Hoffentlich sind die Kabel noch in Ordnung. Hey Pferd, wusstest du, dass Gummibärchen aus Pferdehufen gemacht werden? Na gut, dann haben wir alles. Dicker Balken hat sich ein bisschen vergrößert. Den habe ich in einer Ecke im Müll gefunden. Hoffentlich sind die Kabel noch in Ordnung. Kabel vom Stickerbalken, okay. Na gut. So, welchen Laptop meint ihr jetzt? Den hier vorne wahrscheinlich, ne? Aber wir haben ja doch 2 stehen, glaube ich. Mal sehen, was noch zu erledigen ist. Oh, gut. Alles davon. So, Comics bei der Musikstation wegräumen, Müll aus dem Hinterzimmer rausbringen, neue Alben in Veröffentlichungen einräumen, per E-Mail erbetene CD für Andi finden. Okay, nur noch ein paar Aufgaben übrig. Musik zum Lernen. Oh, muss immer in dem Moment das Telefon klingeln, das ist nervig. Immer wenn man eine Aufgabe bekommen hat. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.